Maya hier, Maya dort, Maya Reaktion. Contenance schmeckt so leck. Die Maillard-Reaktion, dieser wirklich spannende chemische Prozess, ist einer der Hauptgründe dafür, warum manche Lebensmittel überhaupt so gut schmecken. Es gibt wieder Wissenshäppchen. Seid gegrüßt bei Schmecksoleck, dem Geschmacksexperten Nummer 1. Hast du dich schon einmal gefragt, was passiert, wenn du Lebensmittel wie Fleisch brätst, Brot backst oder Kaffee röstest? Was ist die Quelle dieser köstlichen Röstaromen? Diese Frage hatte übrigens auch mein geschätzter YouTube-Kollege Alex vom Kanal Schmackofatz, der neulich folgende Frage daließ. Kannst du bitte ein Video über die Maillard-Reaktion machen? Aber sehr gerne doch, dachte ich und suchte nach der Antwort der Mutter aller Röstaromen, der Maillard. Reaktion. Die Maillard-Reaktion wurde 1912 von dem französischen Chemiker Louis-Camille Maillard entdeckt und ist ein komplexer Prozess, der auftritt, wenn Proteine und Kohlenhydrate unter Einwirkung von Hitze zusammenwirken. Genau diese Reaktion ist verantwortlich für die Bildung der geschmackhaften und appetitlichen Geschmacksrichtungen und Aromen, die unsere Geschmacksknospen zum Tanzen bringen. Die Maillard-Reaktion gehört übrigens, wie die Karamellisierung, zu der nicht-enzymatischen Bräunung. Nur zum Verständnis, eine enzymatische Bräunung wäre zum Beispiel, wenn ein angeschnittener Apfel anfängt braun zu werden. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also bitte, nur weil alles so schön braun ist, müsst ihr nicht meinen, dass überall gleich die Maillard-Reaktion greift. Übrigens sollte die Maillard-Reaktion nicht mit der Karamellisierung verwechselt werden, wenngleich beide Reaktionen auch gemeinsam auftreten können. Hier besteht nämlich starke Verwechslungsgefahr. Bei der Karamellisierung verwandelt sich Zucker, wird flüssig und bei etwa 180 Grad wird er braun. Es ist aber nicht direkt dasselbe wie die Maillard-Reaktion. Ich möchte nicht zu weit ins Detail gehen, aber im Gegensatz hierzu ist die Maillard-Reaktion eine Reaktion, die in mehreren Stufen abläuft. Um zu wirken, benötigt sie zusätzlich nämlich ein Protein. Wird etwas ab 140 Grad Celsius erhitzt, reagiert der reduzierende Zucker wie Glucose, Fructose und Laktose mit Aminosäuren, Proteinen und Peptiden und bilden dann neue Verbindungen. Habt ihr euch denn nicht auch schon einmal gefragt, warum die ein und dieselbe Zutat, wie zum Beispiel ein saftiges Rindersteak, nur gebraten oder gegrillt, so aromatisch schmecken können? Oder habt ihr schon mal ungerösteten Kaffee getrunken? Ah! Das ist nämlich der Punkt. Die Maillard-Reaktion findet nämlich nicht statt, wenn Lebensmittel lediglich gekocht, pochiert oder gedünstet werden. Die Temperatur ist dann einfach nicht heiß genug. Um diese hohe Hitze zu erreichen, müssen die Lebensmittel ziemlich trocken sein, damit die Wassermoleküle schnell verdampfen. Kommt dir beim Braten das zischende, brutzelnde Geräusch bekannt vor? Denn genau das passiert, wenn die Temperatur hoch genug ist, um die Maillard-Reaktion auszulösen. Diese neuen Verbindungen sind dann für die köstliche Bräunung, das Aroma und den Geschmack von Lebensmitteln wie der knusprigen Brotkruste, gegrilltem oder gebratenem Fleisch und geröstetem Kaffee verantwortlich. Diese Verbindungen werden Melanoidine genannt und haben eine braune Farbe. Wer hätte das gedacht, dass so ein kompliziertes Thema so köstlich sein kann? Könnt ihr euch etwa ein Leben ohne Röstaromen vorstellen? Labrige, ungetrocknete getoastete Toasts, gekochte statt gebratene Bratwürste und. Oder würdet ihr sonst völlig ausrasten? Schreibt es mir jetzt hier unten in die Kommentare. Mit schmackhaften Grüßen, euer Schmecksoleck. Hey du Nimmersatt, weitere Wissenshäppchen findest du hier. Und natürlich hier.